Moin, ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein Video aus der Kategorie geeignet für Einsteiger. Heute geht es um das Thema Holzkohlegrill, beziehungsweise wie feuere ich so einen Holzkohlegrill, was bei der Temperatur zu beachten. Der liebe Thomas S., dessen Namen ich jetzt nicht komplett ausspreche, weil er ja datenschutzrechtliche Schutzgründe hat, sozusagen. Ja, wir müssen hier auf Nummer sicher gehen. Genau. Ist so. Datenschutzrechtliche Schutzgründe. Genau. Hat uns nämlich eine Mail verfasst mit ein paar Fragen, die er hat. Und die Fragen fanden wir so genial, dass wir gesagt haben, die werden wahrscheinlich noch mehr da draußen haben, gerade die ganzen Einsteiger. Und ihr dürft jetzt fleißig dabei zuhören, wie Hannes euch erklärt, wie es funktioniert. Und hoffentlich eine ganze Menge dabei lernen. Ich gehe jetzt wieder in Klugscheißer-Modus über. So sieht's aus. Also, viel Spaß. Ich bin motiviert und auch bereit, Fragen zu beantworten und warte jetzt natürlich auf die erste Frage, Julian. Ja, sehr gerne. Die erste Frage, die uns hier gestellt worden ist, ist die Frage, wie zünde ich so einen Anzündkamin eigentlich richtig an? Was muss ich dabei beachten? Okay, sehr gute Frage. Haben wir in der Theorie auch schon ein paar Mal aufgegriffen. Jetzt machen wir es so halb theoretisch, halb praktisch. Wir wollen heute nicht mehr grillen, deswegen heize ich jetzt auch nicht unnötig Briketts. Dennoch ziehe ich mir mal die Handschuhe an. Und zwar ist es wie folgt. Vom Grundsatz her erstmal, zum Anzünden stellen wir ihn immer in Kugelgrill auf den Kohlerost. Da müssen wir nicht auf den Boden stellen, auf Steine oder so. Die sehen danach nämlich nicht mehr so schön aus, sondern einfach diesen Kohlerost nutzen, der eh im Grill ist. Dort raufstellen, unten drunter 3, 4, 5 Grillanzünder, feuern, raufstellen, fertig. Wichtig ist natürlich noch, wie wird er befüllt? Und ich meine auch gesehen zu haben, dass zu der Frage auch zugehörte, wie das Verhältnis aus Holzkohle zu Briketts ist. Das schließt aber an ein anderes Video von uns an, weil wir mal erwähnt haben, schneller brennt so ein Anzündkamin durch, beziehungsweise die Briketts glühen schneller durch, wenn wir unten rein noch eine kleine Schicht Holzkohle machen, die einfach viel schneller Temperatur bekommt und dafür sorgt, dass die Briketts entsprechend schneller durchgeglüht sind. Zur Holzkohlemenge kann ich euch mal zeigen. Haben wir unten drin so eine, ja, eine Handvoll, also im Prinzip bis zum ersten Loch Holzkohle gefüllt, dass da noch richtig Luftlöcher drin sind. Man sieht das hier vielleicht auch ganz gut. Da soll Luft durch können, da soll einfach nur eine kleine Schicht Holzkohle sein, die anfängt sehr schnell zu glühen, zu brennen und entsprechend die Briketts entfachen kann. Die Menge an Briketts machen wir eigentlich immer gleich. Klar, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nur Viertelstunde nur grillen, dann braucht ihr den nicht ran voll machen. Dann reicht ein halb gefüllter Anzündkamin, dass ihr mal schnell ein bisschen Hitze habt und die dann aber auch schnell wieder schwindet. Wenn ihr aber vorhabt, normal lang zu grillen, über mehrere Stunden, sage ich mal, dann, und das kann man hier auch ganz gut sehen, füllen wir den Anzündkamin nicht ganz voll, aber so mehr als 3/4. Also ungefähr bis hier füllen wir ihn mit Briketts auf. Sieht man hier an diesen Verfärbung durch die Hitze ganz gut. Dadurch, dass die schon ein bisschen an Masse abnehmen durch das Glühen, sackt das ein Stück runter und endet dann irgendwo auf der Linie. Also ein Stück über diese Linie. Hier ist das dritte Loch. Ich sag mal so, ja, 5, vielleicht 10 cm drüber, dass ihr nicht ganz voll habt, aber kurz vor voll mit Briketts auffüllen, dann seid ihr auf der sicheren Seite und könnt eigentlich alles damit machen. Zum Thema voll schließe ich gleich an, da kam nämlich das nächste Ding. Wie voll muss ich ihn denn machen, wenn ich so 150, 180, 200 Grad oder auch mehr haben will? Und vor allen Dingen, wie stelle ich danach die Lüftung ein für Niedertemperaturen? Reicht es da einfach weniger Briketts zu nehmen oder muss man da mit der Lüftung ein bisschen mehr spielen? Okay, also eine Frage, die sich in mehrere Teile splittet, eine sehr lange Frage. Ich fange mal vorne an. Einmal 170, 180, 150, 200, 230 Grad. Wir machen den Anzündkamin eigentlich immer gleich voll, weil wir in der Regel mindestens 2 Stunden Hitze brauchen und länger grillen, sage ich mal. Und lieber hinterher die Briketts, die noch heiß sind, ersticken und wiederverwenden, als am Anfang zu wenig reinzumachen und dann entsprechend nachfüllen zu müssen. Nun ist es so, wenn ich 150 Grad haben möchte und den Rand voll mache, die Briketts alle durchglühen lasse, den Kohlegrill auffülle und dann den Deckel drauf mache, werde ich definitiv irgendwo bei 200, 230, wenn ich ihn ganz aufmache, auch mal bei 300 Grad landen. Das ist dann also viel zu heiß. Da gibt es aber einen guten Trick. Gerade wenn ich vorhabe, bei 150 Grad über mehrere Stunden zu grillen, mache ich ihn trotzdem so voll, wie eben erwähnt, und schaue dann aber, während die Briketts durchglühen, bis wohin sie denn durchgeglüht sind. Und ich sage mal, für 150 Grad, wenn ihr so beim dritten, knapp über dem dritten Loch seht, da ist schon richtig Glut, da glühen die Briketts und darüber sind sie größtenteils noch schwarz, also noch unberührt. Dann füllt ihr einfach gleichmäßig, wenn ihr in der Mitte eine indirekte Zone haben wollt, füllt ihr gleichmäßig erst links, direkt rechts auch noch ein paar nicht vorgeglühte Briketts auf und schüttet anschließend die durchgeglühten in beiden Seiten obendrauf.
schließt dann den Deckel und werdet feststellen, okay, ihr werdet vielleicht so bei 170, 180 Grad landen. Ist aber kein Problem, weil dafür gibt es ja an jedem Kugelgrill hier oben so eine Regler, so eine Steuerung. Die mache ich dann einfach ein Stück zu, warte 10, 15 Minuten. Das ist ganz wichtig, wenn man einen Kugelgrill auf Temperatur bringt. Das reagiert nicht sofort. Ich mache nicht auf und buff, habe ich Feuer und mache zu und buff, ist es eine niedrigere Temperatur. Das dauert ein bisschen, aber ich komme dann auf die 150 Grad. Habe aber den großen Vorteil, dass ich unter den glühenden Briketts noch nicht durchgeglühte habe, die mit der Zeit anfangen durchzuglühen. Das hängt dann von der Sauerstoffmenge ab. Und dann habt ihr einfach den Vorteil, ihr könnt mehrere Stunden bei der gleichen Temperatur grillen, weil ihr einfach noch Brennstoff im Grill habt, der noch nicht durchgeglüht ist. Wenn ihr jetzt den anderen Fall haben wollt, maximale Temperatur, dann wie gesagt, Briketts voll durchglühen lassen, dass die alle eine weiße Schicht oben drauf haben und ihr seid safe, der Grill ist heiß, wunderbar. Allerdings, wenn ihr dann mehrere Stunden hohe Temperaturen haben wollt, müsst ihr irgendwann nachfüllen, weil die Briketts natürlich mit der Zeit Masse verlieren und weniger heiß werden. Dann gab es noch den Teil bei ganz niedrigen Temperaturen. Wenn ich 110 Grad einstellen möchte und das für einen Pulled Pork mache, dann empfehle ich das Video der Minion Ring von uns anzugucken, weil besser kann ich es jetzt auch nicht erklären und anschaulicher. Wenn ihr das aber nur für, ich sag mal, für ein Steak zum Garziehen 120 Grad haben wollt, so eine Stunde oder anderthalbe, auch dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich nehme einfach weniger Briketts. Oder aber ihr sagt, okay, ich möchte danach aber die Temperatur noch erhöhen können und noch was anderes grillen. Auch dann würde ich ihn wieder voll machen. Und einfach, wenn, ja, hier irgendwo so auf der Markierung, also wenn nur ein Teil der Briketts glüht, die reinfüllen, Grill einstellen, 15 Minuten warten und gucken, wo stehe ich, bin ich zu hoch, drehe ich den Regler zu. Den unteren lasse ich im Übrigen immer offen, der ist mir egal, den lasse ich offen. Ich regle dann nur noch über den oberen, da muss ich mich auch nicht dauernd bücken. Und wenn ich zu niedrig bin, mache ich ein Stück weit auf, dann können die nachglühen, nachziehen und dann werde ich die Temperatur hinkriegen und habe auch dann wieder die Möglichkeit, längere Zeit die zu halten, weil ich ja deutlich mehr Briketts drin habe. Aber wie gesagt, es gibt immer die Option, wenn du sagst, ich möchte jetzt einmal kurz ein Steak machen, dann brauchst du ihn nicht voll machen. Mach ihn halb voll, du hast die Temperatur eine Stunde lang, alles easy, wunderbar. Okay, dann eine letzte Frage, dann hast du es schon fast geschafft. Und zwar geht es darum, jetzt gesetzt im Fall, ich will rückwärts grillen, also sprich, ich grille meinen Steak nicht direkt scharf an, sondern lege es erstmal indirekt, um es auf Temperatur zu kriegen. Und dann will ich scharf angrillen. Ja. Was muss ich dann tun? Weil ich meine, da ist ja nochmal eine Kleinigkeit zu beachten, weil wir brauchen dann ja richtig Power. Ja, verstehe. Also das Problem ist, falls es noch nicht klar ist, kann ich nochmal ganz kurz aufgreifen. Das Problem beim Rückwärtsgrillen ist, dass wir erst indirekt bei einer niedrigen Temperatur garen, zum Beispiel 130, 140, 150 Grad. Wir wollen das Steak, am Beispiel Steak nehme ich es jetzt, langsam auf Kerntemperatur bringen und wollen es im Anschluss noch mal richtig scharf anbraten. Das widerspricht sich ein Stück weit, weil ich den Grill ja irgendwie bei 130 Grad fahre und mit 130 Grad kann ich jetzt nicht unbedingt scharf anbraten. Da brauche ich ja maximalen Schub. Da gibt es aber auch eine ganz einfache Lösung. Die heißt Holzkohle und Zeitmanagement. Das heißt, angenommen, ich möchte mein Steak so bei 56 Grad Kerntemperatur haben. Und das hat so gute, ich kann mal die albernen Handschuhe ausziehen. Das hat so gute 3 Finger dicke, also so 3 Zentimeter, 2-3 Zentimeter dick, sage ich mal, ist das Steak. Dann wird das bei 130, 140 Grad sicherlich eine Dreiviertelstunde, Stunde dauern, bis es im Kern die 56 erreicht hat. Nun ist es aber so, wir braten es hinterher scharf an, also wird der Kern noch weiter steigen. Das heißt, es gibt so einen Punkt, ich sag mal bei 52 Grad Kerntemperatur, wo ich sage, jetzt lege ich es rüber, direkt übers Feuer, heizt dem nochmal richtig ein, um Röstaroma am Fleisch zu kriegen, die dann auch schön knusprig im Übrigen bleiben. Wir haben das auch mal verfilmt übrigens. Wir haben es auch mal verfilmt, ja, können wir auch nochmal verlinken, also rückwärts grillen. Und so kriege ich dann ein perfektes Ergebnis und habe meinen Kern 56 Grad. Aber die Frage ist natürlich, an welchem Punkt muss ich den Grill aufheizen? Also wie mache ich das? Und dafür nehmen wir Holzkohle und ich sag mal so 10, vielleicht 15 Minuten vor Ende der Garzeit ist schwierig abzuschätzen, gerade als Einsteiger, und an die richtet sich ja das Video. Deswegen sage ich einfach mal, wenn ihr so 45 Grad habt oder 42 Grad im Steak habt, dann habt ihr noch 10 Grad, bis es fertig ist. Das ist der Punkt, wo ihr auf eure Briketts Holzkohle legt. Und zwar auf beide Seiten oder je nachdem, wie ihr euren Grill eingerichtet habt, legt ihr Holzkohle drauf. Beim Gasgrill wäre das der Punkt, wo ihr die Brenner, die ihr anhabt, auf maximale Power stellt.
Das bedeutet, dann hat die Flamme so 10, 15 Minuten Zeit, richtig hoch zu heizen. Natürlich wird sich auch euer Garprozess dann ein bisschen verkürzen, weil es wird heißer im Grill. Das heißt, die letzten Minuten kriegt das Steak mehr Temperatur ab. Ist aber nicht so schlimm. Dafür habt ihr aber, wenn ihr so bei 253 Grad seid, die Möglichkeit, im Kohlegrill jetzt die Kohle zusammenzuschieben. Am besten habt ihr da übrigens... Am besten habt ihr dafür Kohlekörbe. Wenn ihr die beiden hier positioniert habt und in der Mitte des Grills indirekt grillt, könnt ihr sie dann einfach zusammenschieben, müsst euer Steak gar nicht bewegen. Habt auf den glühenden Briketts jede Menge Holzkohle, die richtig schuppert. Holzkohle ist nicht verpresst wie Briketts. Die wird einfach viel heißer. Da kriegt ihr easy 400 Grad hin oder 500 Grad hin und könnt euer Steak scharf anbraten. Die Sache hat sich erledigt und ihr müsst keinen riesen Umstand machen oder euch noch einen Oberhitzegrill dazu kaufen oder ähnliches. Klar, alternativ kann man auch den anderen Kamin extern füllen. Genau, das wäre eine Alternative, haben wir auch mal verfilmt, AZK-Steak. Ihr könntet euch auch den anderen Kamin wieder mit Brennstoff auffüllen oder den Brennstoff, der im Grill ist, dann in den anderen Kamin übergeben quasi, reinfüllen wieder, eine Gussplatte oder Pfanne drauf oder ein Rost. Bei einer Gussplatte oder Pfanne habt ihr nicht so viel Fettbrand und es dann darauf angrillen. Allerdings ist das Problem, das muss dann noch mal ein paar Minuten vorheizen. Das heißt, in der Zeit liegt das Steak dann entweder noch auf dem Grill, der Resthitze hat, dann wäre es kein Problem, oder ihr legt es irgendwo anders hin, das wäre dann doof. Beides funktioniert, also einmal die Methode Holzkohle nachzufüllen, 10-15 Minuten vor Ende der Garzeit, oder eben den Anzündkamin verwenden. Klar, beim Gasgrill, wenn ihr so ein Gerät habt, sprechen wir über das Problem nicht. Da habt ihr eine Sizzle Zone oder ein Seitenkochfeld mit ein paar hundert Grad, da braucht ihr euch keinen Kopf machen, aber es richtet sich gerade an die, die in erster Linie einen Kugelgrill haben, typischer Einsteigergrill. Und für die ist das, denke ich, sehr sinnvoll. Ich tendiere sogar gerade fast zur Anzündkaminmethode. Einfach den Brennstoff reinfüllen, Steak bei der Resthitze im Grill liegen lassen und wenn der heiß ist, Steak auflegen, anbraten, fertig. Sehr gut, damit sind alle Fragen beantwortet. Haben wir alle Fragen beantwortet? Ich hätte gedacht, es sind mehr. Du darfst auch gerne noch die Verabschiedung machen, wenn du möchtest. Dann mache ich hier gerne auch noch die Verabschiedung. Wenn euch dieses kleine Tutorial aus Theorie und halber Praxisnähe, sage ich mal, gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Daumen nach oben für das Video gebt. Schreibt uns Kommentare, gerne auch Mails, wenn ihr auch, so wie der Herr, viele Fragen habt zu einem Thema, die zusammengehören und ihr es unbedingt mal sehen wollt. Wir prüfen das immer, schauen, haben wir den Content schon viel, haben wir ihn noch nicht viel und drehen dann auch gerne mal ein Video drüber, wenn es unserer Meinung nach Sinn macht, so wie hier. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare Fragen rein. Julian beantwortet die fast immer. Oder in eine Gruppe? Gruppe Sizzle Crew. Ich bin ein Hashtag Sizzler auf Facebook. Könnt ihr gerne eine Beitrittsanfrage machen. Wenn wir der Meinung sind, dass ihr würdig seid, beizutreten, nehmen wir euch auch an. Nein, die meisten kommen natürlich rein. Alle eigentlich. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, schaut auch mal bei Instagram vorbei und abonniert uns, den hast du nicht gesehen. Also in dem Sinne, ich habe mich jetzt warm gesabbelt und hätte jetzt Bock, noch mehr zu reden, aber Julian zeigt mir hier schon den hier. So, also, haut rein, tschüss. Ciao, ciao.